Leute, hier ist wieder euer Kohl. Ich begrüße euch zum dritten Spieltag in der Gruppenphase der Champions League Saison 2014-2015. Der dritte Spieltag in der Gruppe E. Der FC Bayern München ist zu Gast beim AS Rom. Und ich glaube, die Bayern waren vorher jetzt vor dem Spiel schon beim Papst. Da sind sie nämlich eingeladen und haben sich da göttlichen Beistand geholt, obwohl sie das, glaube ich, nicht brauchen. AS Rom ist kein schlechtes Team, aber die Bayern sind gut drauf. Das haben sie am Wochenende wieder gezeigt. Gegen Werder Bremen 6:0. Und ja, da Werder Bremen hat Geschichte geschrieben, denn seit Aufzeichnung der Statistiken hat es bisher kein Team gegeben in über 6.000, ich glaube 900 Partien, was keinen einzigen Torschuss hatte. Da waren die Bayern sehr, sehr stark. Und ja, ich bin mal gespannt, ob sie diese Stärke auch hier zeigen können. Bayern musste leider einen Rückschlag hinnehmen, denn Thiago sollte sein Comeback in Bremen geben. Und ja, er hat sich leider wieder verletzt. Dieselbe Verletzung. Und jetzt hat Guardiola eingestanden, es war ein Fehler, ihn ja nach Barcelona zu schicken, zu seinem Arzt des Vertrauens, ich weiß gerade nicht, wie der hieß, und ihn mit Cortisol behandeln zu lassen. Ja, das hat Dr. Müller-Wohlfahrt auch gesagt. Das kommt davon, wenn man auf den, meiner Meinung nach, besten Sportmediziner nicht hört. Ja, leider Thiago wieder verletzt, aber wir haben ja Gott sei Dank Alonso geholt und ja, sind trotzdem noch gut drauf, trotz der Verletzung sind die Bayern hier richtig gut drauf und sind eigentlich schon, wow, falsche Einstellung, sorry, eigentlich schon, ja, wenn es so weitergeht, so gut wie Meister. Und wenn sie hier gewinnen gegen doch recht starke Römer, dann heißt es, ist, ja, dass die eventuell weiter sind. Hier die erste gute Chance durch Xabi Alonso. Ja, Rom wirkt ein bisschen passiv. Die Ecke von Alaba, ganz ungewohnt. Und ja, es steht da einer. Nein, da steht keiner. Die Ecke kam ein bisschen zu hoch. Aber, ja gut, ist auch ein schlechtes Wetter. Lewandowski auf Bernat. Und Bernat mit dem 1:0 für den FC Bayern. Das frühe Tor. Und ja, wenn es so weiter steht, dann haben sie einen großen Schritt Richtung, ja, Richtung Achtelfinale gemacht, denn 9 Punkte sind schon mal gut. Ja, Bayern die Minimalisten in dieser Gruppe. 2 Spiele, 2 Siege, 2 Tore. Ja, das ist ein bisschen wenig, aber es reicht, ne? Man muss nicht immer furios wie 6:0 gegen Bremen gewinnen, sondern es reicht auch mal ein 1:0. Und das sollte hier auch reichen, aber nein, Alonso wird abgeblockt. Oh, Alonso sehr, sehr offensiv. Und die Bayern machen früh Druck, wollen das Spiel früh entscheiden. Und oh, man sieht es hier. Wow, das ist natürlich sehr viel Raum, dadurch, dass Alonso sehr weit nach vorne rückt. Aber das machen die Bayern bisher souverän. Jetzt hier Lewandowski, Alleingang. Ja? Wird nicht richtig angegriffen. Lewandowski mit dem 2:0. Und ja Leute, so wie ich das gerade sehe, auch wenn ich nicht so oft spiele, ihr habt es am Anfang gesehen, ich spiele ja relativ jetzt selten. Ich habe jetzt gerade nicht so viel Zeit, deswegen kam am Wochenende leider keine Ultimate-Team-Folge. Da entschuldige ich mich nochmal, das wird sich hoffentlich bessern, aber jetzt ist die Phase, ich kriege bald meine Prüfungsergebnisse, eigentlich so in dieser Woche, und sollten die kommen. Und ja, da bisher noch keine Absage, also kein Einschreiben kam mit, boah, sie haben, ne, das leider nicht geschafft. Sieht es so aus, wow, nein, Golan, wow. Knapp daneben, erste gute Chance für Rom, dass ich das bestehe. Und dann muss ich mich ein bisschen, ne, ums Praktikum, sage ich schon, kümmern, nein, ums Referendariat. Das musst du ja als Jurastudent auch machen, wie ein Lehrer. Gott sei Dank bin ich da nicht so lehrermäßig, das wäre, da hätte ich überhaupt keinen Bock drauf, weil die Schüler heutzutage nicht gerade respektvoll mit den Lehrern umgehen, zumindest Haupt- und Realschulmäßig. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, da muss ich einiges klären. Bin deswegen nicht zur Aufnahme gekommen. Und gegen Computer spielen oder so spielen, naja, habe ich auch nicht so Bock. Und ich will aufnehmen, wenn ich Bock habe. Wow. Ah, da sah der Verteidiger nicht gut aus. Und die Bayern machen hier richtig Druck. Götze, der am Wochenende 2 Tore gemacht hat.
hier leider nicht trifft. Ja, genau wie Philipp Lahm. Er ist der Doppelpack in seiner Karriere. War richtig nice. Aber Bremen war auch richtig, richtig schlecht. Und das ist der AS Rom natürlich nicht. Aber sie agieren auch gerade nicht hier. Und da ist Benatia bei seinem Ex-Club. Wenn er hier ein Tor machen würde, wäre natürlich schon nice. Es gab einigen Stress nach seinem Wechsel. Man hat ihm einiges vorgeworfen. Ob es jetzt stimmt, kann ich nicht beurteilen. Ich kenne ihn nicht. Aber es ist meistens so wie nach einer Scheidung, einer Ehe. Ne, die Partner behaupten immer was Böses über den anderen. Das finde ich auch nicht ganz gerecht, dass man sich da nicht so ein bisschen in Frieden trennen kann. Die haben genug Kohle bekommen vom FC Bayern für Benatia und sollten damit eigentlich zufrieden sein. Bernat kann sich hier durchsetzen, kann flanken. Ah, aber die Römer können hier blocken. Also der göttliche Beistand ist scheinbar da oder wird nicht gebraucht. Denn ja, Rom wirkt sehr, sehr zurückhaltend, sehr, sehr harmlos. Und die Bayern, ja, wollen sich hier durchkombinieren, aber die Römer kriegen das einigermaßen unter Kontrolle. Aber nach vorne hin, bis auf die Chance von Nainggolan, gab es jetzt noch nicht so viel. Jetzt vielleicht mal. Nein, sie gehen wieder hinten rum. Passen wieder hinten rum. Oh Gott, da renne ich mich hier oben im Haufen. Ja, Rom ein bisschen enttäuschend. Also da hat man schon mehr Potenzial gesehen beim 5:1 gegen CSKA Moskau. Beim Unentschieden gegen Manchester City. Aber ja, vielleicht lasst ihr noch mal im Gegner. CSKA Moskau war jetzt nicht so stark. Bayern hat jetzt auch nur knapp gegen die gewonnen, aber so stark waren die nicht. Und vielleicht waren die in der ersten Partie ja relativ schwach. Hier Lewandowski. Lewandowski setzt sich hier gut durch. Schade. Am ersten kommt er gut vorbei mit dem Trick. Am zweiten leider nicht. Also die Bayern haben hier schon mal mehr geleistet als in den Spielen zuvor. Nämlich mehr als ein Tor. Und die Römer enttäuschen hier. Das macht Lewandowski richtig gut. Lewandowski setzt sich hier gut durch. Aber der Torwart hält. So, Bernat auf Alonso. Und der beinahe mit dem 3:0. Also die Bayern sind hier die klar dominierende Mannschaft. Und ja, sollten jetzt ein bisschen aufpassen. 2:0 ist eine, ja, vom Ergebnis her souverän aussehende Führung. Aber wenn ein Tor fällt, dann ist es wieder ein bisschen knapper. Und dann, ja, dann kann sich das Spiel noch zugunsten der Römer drehen und daran sollten die Bayern arbeiten. Vielleicht noch ein 3:0 nachlegen, damit das Spiel dann auch wirklich durch ist. Ah, Lewandowski kann sich hier mit etwas Glück durchsetzen. Und hier auf Alonso und der Torwart hält. De Sanctis rettet die Römer vor einem Schützenfest. Also das ist wirklich eine desolate Leistung der Römer. Und eine gewohnt starke Leistung der Bayern. Die, ja, die Liga dominieren und hier auch die Römer so ein bisschen vorführen. Da ist wieder Philipp Lahm mit dem 3:0. Und was ist denn da los? 2 Spiele, 3 Tore für Philipp Lahm. Er ist mit seinen, ja, was ist denn der? Ich glaube 30, 31 ist er jetzt schon, ja, auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Jetzt schießt er sogar noch Tore als ZDM. Ja, ist natürlich offensiver als Rechtsverteidiger, da hat er schon einiges durchgemacht. Linksverteidiger, Rechtsverteidiger, jetzt ZDM. Und am Anfang gefiel ihm das nicht, aber man muss sagen, das tut ihm doch richtig gut. Und man sieht, er hat wirklich Spaß dran. Götze wird attackiert. Lahm auf Lewandowski. Und da ist das 4:0. Also hier geht wirklich die Post ab. Wow, erste Halbzeit 4:0 für den FC Bayern. Also sie haben schon gut losgelegt gegen Bremen und jetzt geht's hier weiter gegen die doch hilflos wirkenden Römer. Also das ist eine faustdicke Überraschung. Ich rechne schon mit einem Bayern-Sieg, aber dass der so deutlich ausfällt, wow. Unglaublich, unglaublich, wie schwach die Römer hier spielen. Und wie gut die Bayern mit diesem nassen Rasen klarkommen. Robben, oh, bleibt leider hängen. Na, jetzt vielleicht mal Totti. Aber der alte Francesco, der alte Ida. Was war das denn? Oh nein, oh nein, oh nein. Aber Neuer. Wow, da ist der Ball abgeprallt. Ich glaube von Boateng. Und da wurde es nochmal gefährlich. Neuer zum ersten Mal richtig in Aktion gefordert. Aber das war kein Problem.
Da sind die Römer zu ineffektiv. Und hier, ja, Neuer, der beim FC Bayern noch glücklicher wirkt als in der Nationalmannschaft. Wo es gerade nicht läuft. Das muss man so sagen. Aber Bayern läuft wirklich alles. Götze. Auf Bernat. Der zurücklegt auf Alonso. Und De Sanctis rettet hier wieder einmal. Ah, schade. Bernat kriegt den Ball nicht unter Kontrolle. Ah, De Sanctis bewahrt die Römer vor einer noch höheren... von einem noch höheren Rückstand, vor einer Blamage. Es ist eine desolate Leistung der Römer. Ich weiß nicht, ob sie von den Bayern beeindruckt sind. Sind die Bayern zu stark? Sind die Römer zu schwach? Aber man, der Gegner ist nur so stark, wie man es zulässt. Und Bayern lässt da wirklich sehr, sehr wenig zu. Man hat es hier gesehen, boah, dominiert. Ein Torschuss, zwei Schüsse der Römer. Ja, Bayern geht ein bisschen verschwenderisch mit seinen Chancen um. Hat doppelt so viele Chancen. Die Hälfte ging fast rein. Und damit können die beiden zufrieden sein. Und da sie ja, ja hier so ein bisschen Verletzungspech hatten, wird jetzt mal ein bisschen gewechselt. Müller kommt rein für Lewandowski, der gut gespielt hat. Und ich mache einfach mal einen Dreifachwechsel draus. Ich hau jetzt noch Shaqiri für Robben rein. Die kriegen mal eine Pause. Rotieren, das macht Guardiola ja gerne. Lewandowski sitzt schon auf der Bank. Schon warm angezogen. Ja, jetzt wird es ein bisschen kälter. Da muss man sich warm anziehen. Und die Römer wechseln auch. Gervinho nicht im Spiel drin. Okay. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Und jetzt leckt sie da ein bisschen. Das ist natürlich nicht so pralle. Tut mir auch wieder leid. Aber irgendwie läuft es nicht so richtig. Da Philipp Lahm. Ah. Jetzt Probleme nach dem Wechsel. Ich hätte mal nicht auf Pause drücken sollen. Müller macht das hier ganz gut. Passt nochmal zurück auf Lahm. Der wird geblockt. Aber Alonso. Ah, knapp daneben. Knapp daneben. Kriegen sich die FPS-Zahlen wieder ein. Bitte, bitte, bitte. Ja, super. Also die Videosequenz läuft mit 30 FPS. Jetzt sollte es eigentlich wieder vernünftig laufen. Ah, komm. Ah, kleine Laggy-Action. Ey, das ist so zum Kotzen. Das Spiel ist echt so eine Aufnehmschlampe. Ich sollte es echt mal mit Fraps versuchen. Obwohl Fraps ja eigentlich, naja. Aber ich habe schon alles runtergestellt, also ich... Ja, gut. Dann mache ich auch nichts, wenn YouTuber mit einem richtig guten Rechner da auch Lags haben. Da kann ich nicht so viel machen. Ich spiele, wie wir wissen, nur mit dem Lappy und der ist ganz okay. Aber nicht hardcore erreicht. Nein, die Neuer mit dem Fehler. Da lasse ich mich von der Leckerei doch ein bisschen beeindrucken. Nein. Gervinho macht hier doch ein bisschen mehr Druck. Und ja, die Römer nach dem Wechsel der Bayern doch jetzt ein bisschen offensiver, ein bisschen eingespielter. Mag auch an Gervinho liegen. Obwohl Totti, ja, hier mit der Chance. Jetzt Rafinha mit dem Konter und er sieht den startenden Müller. Müller total frei, gut in die Lücke gestartet und Müller macht hier das 5:0 klar und ja, da haben sich die Römer klassisch auskontern lassen. Gut gespielt von Rafinha auf Müller, der richtig gut gestartet ist zum richtigen Zeitpunkt und dann im 1 gegen 1 gegen De Sanctis, ja, nicht den Kürzeren gezogen hat, wie leider ab und zu mal in der Nationalmannschaft. Da trifft er auch nicht mehr so, wie er eigentlich früher mal getroffen hat. Aber man kann nicht alles erwarten. So, hier Cole. Der alte Mann. Jetzt Müller auf Ribéry. Ribéry, der endlich wieder fit zu sein scheint. Auf Alaba. Alaba lässt hier den Römer stehen. Sucht eine Anspielstation, passt nach hinten auf Götze, dessen Schuss geblockt wird. Aber die Bayern setzen nach. Und die Römer kriegen den Ball nicht raus, kriegen den nicht vernünftig verteidigt. Ist echt schade. Wirklich, wirklich schade. Jetzt wechseln die Römer nochmal. Wer geht? Jajic für... Wer kommt da jetzt rein?
Vom Gesicht her kenne ich den nicht. Oh, warte mal. Iturbe. Ah, okay. Oh Gott, das war ja die Pace-Hure. Na, ah, das ist ein kleines Pace-Schwein. Rafinha auf Götze, der hier wunderbar auf Alonso spielt. Und wieder De Sanctis, der hier wirklich die Partie seines Lebens abruft. Aber es reicht nicht. Bayern hat 5 Tore. Die Bayern führen verdient. Und mal sehen, wer schießt jetzt die Ecke. Lass ich mal Alonso machen. Xabi Alonso mit dem Eckball. Vielleicht zum 6:0. Nein. Der Ball kann abgewehrt werden und geht auf Gervinho. Auf den müssen die Bayern aufpassen. Der ist schnell, der ist technisch stark und gar nicht mal so schlecht. Der Ivorer. Jetzt vielleicht mal. Aber die Römer drehen zu früh ab. Machen das viel zu langsam. Können das eigentlich doch deutlich schneller. Ah, da findet Götze leider den Ball. In der Vorwärtsbewegung ist das natürlich eigentlich fatal. Da kann Guardiola nicht mehr zufrieden sein. Aber jetzt haben sich die Bayern den Ball wieder erobert. Und es geht wieder nach vorne. Die Römer gucken nur zu. Sie greifen nicht richtig an. Und hier kann Shaqiri. Ja, Müller mit dem Abstauber. De Sanctis wehrt das Ding nach vorne ab. Und das darf man natürlich nicht machen. Und da hat Müller wieder sein Näschen bewiesen. Und ja, die Bayern führen 6:0. Unglaublich. Nach dem furiosen Start der Römer gegen CSKA Moskau. Hier jetzt die furiose Klatsche durch ja, souveräne Bayern. Hier der Schuss von Shaqiri lässt De Sanctis nach vorne prallen. Und da steht Müller. Drei Verteidiger wollen dahin. Aber ja, das bringt alles nichts. Die Verteidigung der Römer ist, ja, wie soll ich sagen, so gut wie nicht vorhanden. Hier Müller schnappt sich wieder den Ball. Alonso sieht wieder Müller. Der legt ab auf Ribéry und da ist das 7:0. Und von Ribéry trifft er auch, ja. Ja gut, war ein bisschen sweaty, aber aus dieser Position kann man es selber machen. Müller ist da ein bisschen uneigennützig. Legt drüber, sieht, dass Ribéry gut läuft und da kann De Sanctis auch nichts mehr machen. Und auch Ribéry trifft, der genesene Flügelflitzer aus Frankreich. Und ja, die Bayern können mit diesem Ergebnis mehr als zufrieden sein. Die Römer eher nicht. Das ist eine desolate Leistung mit dem Sieg und der Tordifferenz. Also man sieht hier, der geht auch gar nicht nach. Also das ist hier, ja, die Motivation ist nicht mehr vorhanden. Die Römer sind gebrochen. Und man sieht es hier, die Bayern liegen munter weiter los. Hier Müller. Schade. Ah, da vergibt er wieder. Eine gute, gute Chance. Thomas Müller, schade. Gut angeschnittener Ball und ja, leider vergeben. Man sieht es hier auch. Paraden hat Neuer 2. Jetzt nicht so schwer war die eine, da musste er sich ein bisschen mehr bewegen. Die andere, ja, gut. Totti nach vorne hin. Relativ schwach, jetzt Iturbe mal, lässt ein paar Bayern-Spieler stehen. Oh, jetzt vielleicht mal. Aber Lahm in seiner alten Verteidigermanier macht das hier ganz, ganz gut. Oh, jetzt vielleicht mal. Gervinho auf Pjanic, aber der kriegt den Ball nicht unter Kontrolle. Und die Bayern stellen die Wege gut zu. Ja, war abseits. Ein bisschen knapp, aber kein Problem für die Bayern, die das hier jetzt locker runterspielen können, nicht mehr so viel machen müssen. War das Abseits? Ah, dann nochmal quergelegt von Müller auf Lahm wieder. Lahm schlüpft wieder ein Doppelpack. Ja, da war Lahm eigentlich gedeckt. Müller eigentlich auch, aber ja, da hat, ich glaube, Kohl war das, hat nicht aufgepasst, wie Lahm aus dem Hintergrund angehuscht kam und ja, die Bayern treffen nach Belieben. Das ist wirklich unheimlich, wie stark diese Bayern heute sind. Nach den ersten Champions-League-Auftritten, naja, war jetzt nicht so berauschend, aber effektiv und hier sind sie komplett effektiv und die Bremer, sag ich schon, die Römer machen es den Bremern gleich. Sie spielen
desolat und sind hier chancenlos. Die Bayern kombinieren nach Belieben. Götze. Sie versuchen hier die Räume eng zu machen, aber so richtig wirken tut das nicht. Jetzt konnte man mal den Ball abfangen. Aber ja, nach hinten hin verteidigen sie einigermaßen okay. Nach vorne hin sind sie nahezu ungefährlich und das darf in der Champions League nicht sein. Damit gewinnst du keine Spiele, wenn du so desolat agierst. Ah, da wollten sie Neuer mal umdribbeln, aber selbst das haben sie nicht hingekriegt. Ah, jetzt mal Maicon mit ein bisschen... Wow, da hat sich wieder einer verletzt. Na super, das ist in jedem Spiel so. Ein bisschen energisch. Maicon legt nochmal quer, aber Neuer hat den. Gar kein Problem. Und nochmal ein Konter der Bayern über Shaqiri. Über Shaqiri hier wunderbar in die Lücke. Wunderbar auf Ribéry. Franck Ribéry macht das hier wunderbar im 1:1 gegen De Sanctis. Ja, Ribéry. Der alte Ribéry ist wieder da. Man sieht es hier wunderbar gepasst. Ribéry, ja, lässt sich da nicht faulen. Hätte sich fallen lassen können. Und im 1:1, ja, lässt da De Sanctis nicht gut aussehen. Macht hier das 9:0. Das wird wieder Bearbeitungsarbeit. Boah, schweres Wort. Für mich. Ja. Mach ich für euch aber gerne. Ja, das Spiel endet 9:0 und ich werde im nächsten Spiel doch mal auf Legende umsteigen, auch wenn ich da vielleicht auf den Hut kriege. Aber das ist so langweilig für euch, wenn ich da so hoch gewinne. Das wird auch nicht passieren. Die nächsten Spiele werde ich versuchen, gegen reelle Gegner zu spielen. Wenn ich da zu rechten Zeitpunkt da bin. Ja, 9:0. Sehr unlogisches Ergebnis. Glaube ich nicht dran. Es wird ein schwieriges Spiel gegen die starken Römer. Ich denke mal, Bayern kann gewinnen, aber es wird entweder ein 1:0 oder ein knappes 2:1. Denn die Römer sind so schwach, wie sie hier aufgetreten sind. In echt niemals. Und sie werden sich auch göttlichen Beistand beim Papst holen. Ja, ich bin mal auf eure Tipps gespannt. Schreibt sie in die Kommentare. Ich würde mich auch über eine Bewertung freuen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und verabschiede mich wie gewohnt. Nicht vergessen, immer schön unsportlich bleiben. Reingehauen, wiederschauen. Tschaußens.